Jemand sagte einmal zu mir, ach weißt du, wenn der Herr möchte, dass ich in Zungen reden kann, dann wird er es mir schon geben. Vielleicht hast du so eine Aussage auch schon gehört oder vielleicht sogar selber getroffen. Ich will dir was sagen, so funktioniert das nicht. Gott stülpt uns nicht einfach irgendetwas über, mehr oder weniger gegen unseren Willen oder dass wir uns gar nicht dagegen wehren können, fast wie so eine Vergewaltigung. Nein, es kommt auf unsere Reaktion an. Gott möchte, dass wir in Zungen beten können. Er möchte uns mit seinem Heiligen Geist ganz durchdringen und erfüllen. Das sagt die Schrift. Aber wir müssen darauf reagieren. Es passiert nicht automatisch. Es passiert nicht automatisch, dass Geistesgaben in dir freigesetzt sind. Es passiert nicht automatisch, dass die Sprachenrede in dir freigesetzt ist. Du musst dich danach ausstrecken. Dazu möchte ich dir ein ganz einfaches Beispiel geben. Schau, Gott sagt, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will also, dass alle Menschen gerettet werden. Aber jeder weiß, wenn man das Evangelium verkündet, es nimmt nicht jeder an. Gott bietet es an, aber es kommt darauf an, dass wir es ergreifen, dass wir Ja sagen zu diesem Angebot, dass wir es nehmen. Obwohl Gott dir die Erlösung anbietet, wenn du sie nicht nimmst, wirst du zur Hölle fahren. Du wirst diese Erlösung nicht in deinem Leben freisetzen können. Es kommt auf dieses aktive Ausstrecken und Nehmen und für sich Beanspruchen an. Im Falle einer Hinwendung zu Jesus, einer Bekehrung, wissen wir alle, dass das notwendig ist. Aber genauso ist es im weiteren Leben als Christ notwendig. Wenn es darum geht, dass wir uns beispielsweise nach Geistesgaben ausstrecken, dann müssen wir es haben wollen, wir müssen es nehmen wollen. Gott bietet es dir an, aber du musst sagen, ja Herr, ich will es ergreifen, ich strecke mich danach aus. Ich möchte es haben, ich möchte es in meinem Leben freigesetzt haben. Ansonsten bietet Gott es dir an, aber es ist etwas, was du nicht nimmst. Er wird es dir nicht aufzwingen. Er wird es dir nicht aufzwingen. Und ich möchte dich einfach einladen, einen Schritt des Glaubens zu tun und sagen, Herr, ich weiß, du hast mehr für mich. Du hast mehr für mich, als ich bis jetzt erlebt habe in meinem Leben als Christ. Da ist etwas mehr, wo ich mich nach ausstrecken kann. Da sind geistliche Wahrheiten und geistliche Dimensionen, in die ich mich hineinbewegen kann, mit der Hilfe und der Führung und der Leitung deines Heiligen Geistes. Und ich lade dich ein, dass du das tust und aktiv das ergreifst, was der Herr für dich hat. Prophetie, Weissagen, Zungenreden, was auch immer es ist, die Gabe der Heilung, was auch immer es ist, streck dich aktiv danach aus. Bete dafür und sage dem Herrn, dass du es nimmst und dass du es haben willst. Und du wirst sehen, du kommst in eine neue Dimension des Lebens im Geist hinein, wo du weißt, dass Gott viel, viel mehr für dich hat.